Hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer weiteren Ausgabe von Bibel TV, das Gespräch. In den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war die sogenannte Befreiungstheologie für viele Theologen ein Begriff. Sie inspirierte Leute, auf die gesellschaftlichen Verhältnisse gerade in Lateinamerika ein wenig genauer hinzuschauen und zu einer gerechteren Welt zu finden. Irgendwann wurde es erstaunlich still um diese Theologie. Aber es gibt sie noch. Und sie bringt auch heute noch Menschen in Bewegung. Unser heutiger Gast jedenfalls ist ein großer Anhänger dieser Bewegung und wird uns erklären, was Theologie der Befreiung damals bedeutete und möglicherweise heute ist. Herzlich willkommen, Pater Martin Meyer. Grüß Gott, Herr Severin. Schön, dass Sie bei uns sind. Befreiungstheologie, das klingt ja so danach, oder man fragt sich, wer muss eigentlich wovon befreit werden? Muss die Theologie von was befreit werden? Müssen Menschen befreit werden? Muss Gott befreit werden? Worum geht's? Die Theologie der Befreiung, die führt in die Mitte des jüdisch-christlichen Glaubens, der von seinem Wesen her ein befreiender Glaube ist. Im Alten Testament reagiert Gott auf die Knechtschaft seines Volkes Israel in Ägypten. Er beruft Moses, um das Volk zu befreien. Und Jesus schreibt sich in diese Tradition ein. Und er nimmt vor allem Partei auch für die Menschen, die in der Gesellschaft am Rand stehen, die diskriminiert sind, die unterdrückt sind. Und für sie bringt er die frohe Botschaft, das Evangelium, das eine frohe Botschaft der Befreiung ist. Nun wird vielleicht jemand sagen, gut, klingt ganz gut, Befreiung ist in Ordnung, das Volk Israel wurde befreit, aber Jesus ist doch gekommen, um uns von den Sünden zu befreien. Was hat das mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun? Jesus ist gekommen, um uns von den Sünden zu befreien, aber er hat auch auf gesellschaftliche Missstände reagiert und hat Sünde auch als gesellschaftliche Sünde verstanden. Wenn Menschen unterdrückt sind, wenn Menschen diskriminiert werden, wenn sie ausgeschlossen werden, dann ist es auch eine gesellschaftliche Frage. Kann man das an biblischen Stellen festmachen, also gerade jetzt bei Jesus? Das kann man an vielen biblischen Stellen festmachen. Seine erste Predigt in Nazareth, das ist eine Bezugnahme auf den Propheten Jesaja, wo Jesus diesen Propheten zitiert und sagt, ich bin gekommen, um die Gefangenen zu befreien, den Blinden das Augenlicht wieder zu schenken, unterdrückte, niedergeschlagene Menschen, denen neuen Mut zu geben. Und er sagt, das hat sich heute erfüllt. Zwei Fragen verbinden sich damit. Die eine, warum hat man das so lange verkürzen können, einfach nur auf diesen Aspekt, der ja vielleicht ein geistlicher oder spiritueller war, sodass dieser politische Befreiungsprozess ganz hinten rüber fiel? Die zweite Frage ist eigentlich, warum ist das in Lateinamerika aufgekommen? Es gibt ja genug Gegenden, auch in Afrika würde das ja gelten, auch Befreiung wäre sicherlich auch damals in Europa von bestimmten Dingen möglich gewesen. Warum da? Vielleicht fangen wir damit an und stürzen uns dann auf die zweite Frage. Warum ja, in Lateinamerika? Warum Lateinamerika? Das muss man im größeren kirchengeschichtlichen Kontext auch sehen. Zum ersten Mal hat ein Theologe von Befreiungstheologien 1968 gesprochen, Gustavo Gutierrez, ein peruanischer Theologe. Und er hat es getan, weil damals die Kirche in Lateinamerika versucht hat, das Zweite Vatikanische Konzil auf die Situation Lateinamerikas umzusetzen. Das Konzil bedeutete eine neue Öffnung der katholischen Kirche gegenüber der modernen Welt. Die Kirche wollte in einen Dialog treten und sie hat auch ihren Dienst als Dienst an der Gesellschaft verstanden. Und die lateinamerikanischen Gesellschaften waren damals vor allen Dingen Gesellschaften, die durch Militärdiktaturen und andere Dinge korrumpiert waren. Das war die Zeit der Militärdiktaturen und die Militärdiktaturen, die standen im Bündnis mit den Oligarchien, also mit den Oberschichten. Ganz wenige, die in diesen Ländern praktisch alles besessen haben, das Land besessen haben. Und die große Mehrheit der Bevölkerung, die Campesinos, hatten kein Land, lebten in Armut und Elend. Campesinos sind die Bauern? Das sind die Bauern. Das ist das lateinamerikanische, spanische Wort für Bauern. Und die Bischöfe Lateinamerikas haben sich 1968 in Medellin in Kolumbien versammelt. Und sie haben sich gefragt, was heißt das für uns? Uns gegenüber der Wirklichkeit Lateinamerikas zu öffnen. Zeichen der Zeit, Zeichen, wo Gott sich in der Geschichte gegenwärtig macht, wahrzunehmen. Und sie waren sich schnell einig, das drängendste Zeichen der Zeit unserer Wirklichkeit
ist Armut und Unterdrückung. Und sie sagten, wir haben hier eine Situation von Elend, das zum Himmel schreit. Und darauf müssen wir als Bischöfe, als Kirche eine Antwort geben. Wir müssen uns positionieren. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Und das spanische Wort für Entscheidung ist Option. Sie haben sich damals die Option, die Entscheidung, die Option für die Armen zu eigen gemacht. Und das ist im Zentrum auch der Theologie der Befreiung. Das eine ist die grundsätzliche Frage und auch die Theorie, die man dann dazu entwickelt. Wie hat sich das denn praktisch ausgewirkt? Was hieß das denn? Das war ja dann, wenn das tatsächlich umgesetzt wurde, auch gefährlich, oder? Das war gefährlich. Also man muss sehen, der Theologie ging eigentlich die Bewegung der Basisgemeinden voraus. Und Basisgemeinden, das waren Christinnen, die sich in Gruppen zusammengefunden haben und die Bibel gelesen haben und Bezüge zwischen Bibel und ihrer Wirklichkeit herzustellen versucht haben. Wenn wir, sagten sie, die Geschichte der Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten lesen, vielleicht hat es mit unserer Wirklichkeit auch etwas zu tun. Und das ging der Theologie der Befreiung voraus. Und sie schreibt sich in diese Bewegung der Kirche Lateinamerikas ein. Ich muss noch mal gerade zurück, das ist ja ganz erstaunlich. Sie sagen, das ist also jetzt nicht von der lokalen Kirchenleitung gekommen, sondern von Basisgemeinden. Das heißt, die müssen ja theologisch, also zumindest, die müssen ihren Glauben ja sehr, sehr ernst genommen haben, dass sie das dann gleich so übertragen haben auf die Situation. Ich überlege jetzt mal gerade, wie das in den 60er Jahren in unseren europäischen Gesellschaften war. Ich kann mir jetzt gar nicht so richtig vorstellen, dass da die Leute auf die Straße gegangen wären sozusagen und ihren Glauben genommen hätten, um da gegen Weiß der Himmel was aufzustehen. Auch die 60er Jahre waren bei uns ja politisch interessant, aber die Kirche war ja nicht dabei. Das ist richtig. Eben die Kirche Lateinamerikas ist in Bewegung gekommen. Und das hing mit dem Konzil zusammen, das hing dann mit Medellin zusammen und das hing vor allem auch mit den Basisgemeinden zusammen. Gut, dann haben die sich darauf gestürzt und dann werden ja viele Fragen gekommen sein. Also wenn man diese Verhältnisse verändern will, dann muss ja zum Beispiel die Frage nach der Gewalt beispielsweise gelöst werden, denke ich mir. Denn manches, die werden ja nicht freiwillig gegangen sein, die sogenannten Oligarchen, oder? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage und das Thema Gewalt ist tatsächlich ein wichtiges Thema in der Theologie der Befreiung. Und es wurde zuerst einmal analysiert, dass es unterschiedliche Formen von Gewalt gibt. Gesellschaften, wo Menschen hungern, wo Kinder an Krankheiten sterben, an denen sie eigentlich nicht sterben müssten, sind gewalttätige Gesellschaften. Die Theologie der Befreiung hat von struktureller Gewalt gesprochen. Und natürlich, wenn jemand die Frage nach den Strukturen gestellt hat, das hat ein großer Bischof Brasiliens mal deutlich gemacht, Helder Camara, Erzbischof von Recife, der übrigens auf dem Konzil schon eine wichtige Rolle auch als Stimme der Armen gespielt hat. Dom Helder Camara sagte einmal, wenn ich als Bischof den Armen Brot zu essen gebe, dann werde ich von allen gelobt. Dann sagt man, das ist ein heiligmäßiger Bischof. Aber, fährt er fort, wenn ich die Frage stelle, warum haben so viele Arme in Lateinamerika nichts zu essen, dann werde ich sehr schnell als Kommunist beschimpft. Und das macht diesen Schritt eben von der karitativen Tätigkeit der Kirche zur Frage nach den Strukturen deutlich. Und denen ist auch die Theologie der Befreiung gegangen. Sie hat diese Warum-Frage gestellt und da ist es schnell gefährlich geworden. Sie haben Jahre in El Salvador verbracht, auch ein wenig später zwar, nicht zu dieser Zeit, aber nichtsdestotrotz haben Sie ja davon vermutlich viel mitbekommen, wie diese Theologie sich ausgewirkt hat. Kann man das am Beispiel dieses Landes klar machen, was diese Theologie bewirkt hat? El Salvador ist wirklich ein Mikrokosmos, also ein kleines Land in Zentralamerika, das aber sehr, sehr viel von den Problemen, auch von den Hoffnungen Lateinamerikas in sich vereint. Und in El Salvador hat die Theologie der Befreiung sehr schnell auch Wurzeln gefasst. Zwei wichtige Theologen, zwei Jesuiten, Ignacio Ellacuría und John Sobrino, haben schon in den 70er Jahren wichtige Beiträge geleistet. Und dann gab es in El Salvador einen großen Bischof, der anfangs der Theologie der Befreiung
noch sehr distanziert und misstrauisch gegenübergestanden ist. Das ist Bischof Oscar Romero, der aber durch eine tiefe persönliche Veränderung gegangen ist. Wodurch ist die ausgelöst worden? Die ist ausgelöst worden vor allem, wie in El Salvador der erste Priester ermordet wurde. Ah ja. Ach, so weit ging das? So weit ging das. Das war 1977 und das war ein Jesuit, Pater Rutilio Grande. Der hat in seiner Arbeit als Pfarrer auf dem Land in einer Gemeinde mit Namen Aguilares die Option für die Armen umzusetzen versucht. Und der hat die Bauern dort ermutigt, dass er sagt, ihr habt ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Ihr habt ein Recht, dass ihr einen Grund habt, wo ihr euren Mais und eure Bohnen anbaut. Und es ist nicht akzeptabel, dass die Großgrundbesitzer alles kontrollieren. Und das fanden die nicht akzeptabel? Und das fanden die nicht akzeptabel. Und sie ließen Rutilio Grande am 12. März 1977 ermorden. Er war der Erste, aber nicht der Letzte. Auch Oscar Romero ist solch einem Attentat zum Opfer gefallen. Wie viele Menschen waren das in etwa, die dem zum Opfer gefallen sind? Also in El Salvador ist Anfang der 80er Jahre ein offener Bürgerkrieg ausgebrochen. Und 75.000 sind Opfer dieses Bürgerkriegs geworden. Zivilisten, nicht die Kämpfenden, die Soldaten und die Guerilleros dabei gezählt. Und darunter sehr viele Christen und Christinnen, die sich aus ihrem Glauben heraus für Veränderungen in El Salvador engagiert haben. Und das wurde von den Herrschenden, von den Militärs als Verbrechen angesehen. Dann ist doch vermutlich auch schnell gekommen, wenn hier 75.000 Menschen sterben, dann kann die Befreiungstheologie nichts Gutes sein. Das wurde natürlich aus dem Blickwinkel der Reichen und der Herrschenden so gesehen. Für sie war Theologie der Befreiung etwas, wo sie der tiefen Überzeugung waren, das muss bekämpft werden. Liberacionistas, Anhänger der Befreiung, wurden auch sechs Jesuiten genannt, die in El Salvador 1989 ermordet wurden. Und damals war ich in dem Land. Ah, ja. Das habe ich sehr unmittelbar auch miterlebt. Das heißt, es hätte auch Ihnen gefährlich werden können? Das hätte auch mir gefährlich werden können, wenn ich zu diesem Zeitpunkt am falschen Ort gewesen wäre. Ist damit, ja mit all diesen Geschehnissen, ist die Theologie der Befreiung dann zum Teil als gescheitert angesehen worden? Oder was hat es aus Ihrer Sicht, und dann schauen wir mal auf die Gegenwart, was hat es aus Ihrer Sicht damals denn bewirkt, außer man wurde sich bewusst, dass da irgendetwas nicht stimmt? Das ist ein wichtiger Punkt schon, eben das Bewusstsein, dass die Dinge so, wie sie sind, nicht in Ordnung, nicht gut sind und dass es Veränderungen braucht. Die Theologie der Befreiung stellt die Option für die Armen in den Mittelpunkt. Gustavo Gutierrez, Ihr Vater, sagte einmal, eigentlich ist Theologie der Befreiung 90% Option für die Armen. Sie ist überzeugt, dass Gottes Heilsplan auch in dieser Welt und in dieser Geschichte anfängt. Und nicht nur für die Ewigkeit, nach dem jüngsten Gericht. Nicht nur für die Ewigkeit. Sie möchte auf die Zeichen der Zeit reagieren. Und Zeichen der Zeit sind Zeichen, wo Gott sich in dieser Welt gegenwärtig macht. Das kann im Positiven sein. Schon Johannes der 23., der Papst des Konzils, hat von Zeichen der Zeit gesprochen und sagte, dass die Länder, die bis jetzt Kolonien waren, befreit wurden. Das ist positiv, das ist ein Zeichen der Zeit. Und das Dritte, was die Theologie der Befreiung kennzeichnet, das ist, sie möchte einen praktischen Beitrag leisten. Sie möchte das Evangelium in die Tat umsetzen. Ah ja, also das heißt, es geht nicht nur darum, gesellschaftliche Verhältnisse umzustürzen, sondern was bedeutet das in die Tat umsetzen? Bedeutet das auch, dass mein persönliches Leben gerechter werden soll, dass ich anders mit anderen umgehen soll, oder was heißt das? Ganz genau. Also das betrifft die persönliche Ebene, Bekehrung auf der persönlichen Ebene. Erzbischof Romero hat in seinen Predigten immer wieder prophetisch auch sich an die Reichen gerichtet und hat gesagt, macht eure Hände auf, teilt, weil das wird zu einer Katastrophe führen. Und Veränderung, Bekehrung auch der gesellschaftlichen Strukturen.
Das scheint ja eine spannende Person gewesen zu sein, Oscar Romero. Sie haben auch ein Buch über ihn veröffentlicht. Wer sich dafür interessiert, kann da sicherlich mal reinschauen. Interessant ja auch insofern, als dass er damals sicherlich nicht nur in der Gesellschaft umstritten war, sondern auch die Kirche an sich sicherlich. Manche sahen seine Sache sehr kritisch. Ja, interessant, ja. Heute ist er selig gesprochen. Ja. Und zwar wiederum von einem ihrer Mitbrüder, dem jetzigen Papst. Wie erklären Sie sich diesen Wechsel in der Aufnahme oder Rezeption, wie man ja sagen könnte, dieser ganzen Theologie? Ja, es gab eine große Gegnerschaft eben in Lateinamerika selber. Und man muss sehen, dass die Gesellschaften Lateinamerikas immer noch zum großen Teil katholisch sind und dass dieser gesellschaftliche Riss damit auch durch die Kirche gegangen ist. Innerhalb der Kirche gab es Priester, Bischöfe, ja auch Kardinäle, die gegen ein gesellschaftliches Engagement der Kirche im Sinn der Option für die Armen eingestellt waren. Weil die sich auch schön eingerichtet hatten, oder was würden Sie sagen? Ja, weil die selber auch aus der Oberschicht gestammt sind. Man muss auch sehen, das hat sich damals eingeschrieben noch in den geopolitischen Kontext des Kalten Krieges. Die Regierung der USA sieht Lateinamerika als ihre Interessensphäre, als ihren Hinterhof. Und dann waren das alles gleich Kommunisten. Und dann waren das gleich Kommunisten. Also das stand in diesen größeren Zusammenhängen. Wo war denn dann der heutige Papst? Weiß man, ob der damals schon irgendwie Anhänger war oder doch auch Gegner der Befreiungstheologie? Also man muss auch sehen, dass es unterschiedliche Strömungen in der Theologie der Befreiung gibt. Es gibt eine eigene Theologie der Befreiung, die in Argentinien entstanden ist. Da war ein argentinischer Theologe mit italienischen Wurzeln, ähnlich wie beim Papst maßgeblich, Lucio Gera hieß der. Der hat eine Theologie der Befreiung entwickelt, die auch die Option für die Armen ins Zentrum stellt, aber sehr stark auch von der Volksfrömmigkeit ausgeht, auf das Volk hören. Und diese Theologie der Befreiung, die hat Jorge Mario Bergoglio auch geprägt. Lucio Gera ist 2012 verstorben. Damals war er noch Erzbischof von Buenos Aires. Mhm. Und er hat eine Entscheidung getroffen, dass Lucio Gera in der Krypta der Kathedrale in Buenos Aires beerdigt wird, wo eigentlich nur die Bischöfe beigesetzt werden. Das war ein Zeichen. Und er ließ auf die Grabplatte schreiben, Lucio Gera, Maestro de Teologia, ein Meister der Theologie. Damit war die, diese Art der Theologie rehabilitiert oder hat die in Argentinien nie so eine Krise durchgemacht? Auch in Argentinien gab es verfolgte Christen und Christinnen, verfolgte Priester und wegen eben der Option für die Armen und wegen des Einsatzes für Glaube und Gerechtigkeit. Was macht man heute damit? Also so richtig hört man ja nichts mehr davon, obwohl sich die gesellschaftlichen Verhältnisse in Lateinamerika ja nicht grundlegend verändert haben. In manchen Ländern ja, aber doch nicht total grundsätzlich und in allen Ländern. Geht es nochmal los mit der Theologie der Befreiung? Ich würde sagen, es geht nicht los, sondern es geht weiter. Aha, wir haben nur keinen Fokus drauf gesetzt. Ja, ja, die Scheinwerfer sind aus. So ist es. So ist es. Es war eigentlich eher erstaunlich, dass in den 70er und 80er Jahren die Theologie der Befreiung damals ein derartiges Interesse gefunden hat. Hing sicher auch eben mit der politischen Situation zusammen. Es waren damals auch politische Bewegungen, die sozusagen parallel auch mit dieser kirchlichen Bewegung gelaufen sind. Ein brasilianischer Befreiungstheologe, der hatte mal folgendes Bild verwendet. Er sagte, Theologie der Befreiung, das ist wie ein Block Salz. Und Salz hat es an sich, dass es sich auflöst, wenn es zu wirken anfängt. Und dieser Block Salz der Theologie der Befreiung, der ist vielleicht jetzt nicht mehr so sichtbar, aber er hat die Wirklichkeit mit einem anderen Geschmack erfüllt. Und in Lateinamerika, wenn man die Dokumente der letzten lateinamerikanischen Bischofskonferenzen anschaut, ist Option für die Armen das große gemeinsame Thema. Und für den Papst ja auch das Thema. Da wird es ja vermutlich viel Zusammenhang geben. Was machen wir denn damit in Europa?
jetzt, Sie haben lange in Lateinamerika gelebt, leben aber jetzt in Europa. Ja. Übersetzen Sie, können Sie das auch für uns übersetzen? Sehen Sie auch Ansatzpunkte, wo man das in europäischen Ländern übersetzen könnte? Auf jeden Fall. Wie sieht das denn aus? Arme gibt es auch in Europa. Wenn wir ganz aktuell an die Flüchtlinge denken, Option für die Armen heißt in unserer Situation heute Partei ergreifen für die Flüchtlinge, Partei ergreifen für Menschen, die aus Armutsgründen, aus Kriegsgründen, aus Diskriminierungsgründen ihre Heimat verlassen mussten. Und da ist der Papst ja sehr, sehr klar auch. Und für ihn ist die Option für die Armen so etwas wie sein Kompass. Und er sagte schon ganz am Anfang, wie sehr wünsche ich mir eine arme Kirche für die Armen. Also wir haben die Herausforderung in Europa und in einer globalisierten Welt ist es auch klar, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Europa, zwischen dem, was wir Erste Welt nennen, zwischen dem Norden und dem Süden. Und auch das ist ein großes Thema von Papst Franziskus. Haben Sie mal persönlich mit ihm sprechen können? Nein, wir sind uns nicht persönlich begegnet. Obwohl Sie Mitbrüder sind. Wir sind Mitbrüder, ja. Gut, vielleicht kommt das ja noch. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber mich würde noch interessieren, weil Sie ja eben erzählt haben, dass das auch strukturell eine große kritische Sache war in Lateinamerika, damit also die Gesellschaft angegriffen wurde in ihren Grundlagen. Sie haben jetzt gesagt, hier bei uns wäre das, ja, wir sollten uns um die Flüchtlinge kümmern und um andere Arme, die es gerade gibt. Aber würden Sie auch sagen, dass man das auch strukturell einsetzen könnte? Also was gäbe es zu kritisieren in unseren Gesellschaften? Für den Papst scheint ja der Kapitalismus ein Thema zu sein. Kann man das in diese Richtung übersetzen? Ganz klar, weil bei uns ist gesellschaftliche Realität, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Thema in Deutschland ist Kinderarmut. Nach dem letzten Armutsreichtumsbericht der Bundesregierung lebt jedes sechste Kind in Deutschland in Armut. Armut, die nicht mit Armut in Lateinamerika vergleichbar ist, aber Armut, so wie das die Armutsforscher definieren, Familien, die mit weniger als 60% des Durchschnittseinkommens in einem Land auskommen müssen. Das ist eine Sache. Und eine andere Sache ist, dass es auch einen Zusammenhang gibt zwischen dem Reichtum des Nordens und der Verarmung des Südens. Papst Franziskus hat eine sehr beeindruckende Ansprache bei seiner Lateinamerika-Reise in Bolivien vor den sozialen Bewegungen gehalten. Und da hat er das ganz deutlich gemacht und sagt, dieses System, dieses globale System ist krank. Wo Profit und wo das Geld nur eine Rolle spielt. Und das ist auch das Thema seiner letzten Enzyklika, dass die Umwelt da auch kaputt geht. Jetzt ist die Lage bei uns ja ein bisschen eine andere. Also unsere Kirche, jedenfalls in Deutschland, ist ja doch eher eine Kirche, die keine arme Kirche ist, sondern dass die Leute, die dort repräsentiert sind, jetzt auch nicht die Reichen sind, aber doch zumindest diejenigen, denen es gut geht. Das heißt, wie lässt sich denn da eine Theologie, die zur Befreiung führt, so einsetzen, dass die Menschen davon auch betroffen sind und sagen, okay, wir sind das jetzt zwar nicht selbst, aber eigentlich stimmen die Strukturen nicht und wir müssen was dran tun. Oder ist das gar nicht das Problem? Nee, ich denke, die Theologie in Deutschland müsste auch ausgehen von der Option für die Armen. Müsste die Warum-Frage auf die Verhältnisse in Deutschland hinstellen, müsste die Warum-Frage auch auf das globale System hinstellen und muss nach einem praktischen Beitrag von Kirche zur Veränderung dieser Struktur. Das müsste deutet ja schon an, dass es eben noch nicht so ist. Wo sehen Sie die Hindernisse? Die Hindernisse liegen sicher darin, dass es Menschen schwerfällt, sich zu verändern, dass es Menschen schwerfällt, sich zu teilen, dass es schwerfällt, den Lebensstil in Frage zu stellen, dass es schwerfällt, auch das System insgesamt in Frage zu stellen. Von der konservativen Rechten in den USA
wird Papst Franziskus als Kommunist bezeichnet. Und das ist genau das, was Romero vorgeworfen wurde und was so vielen in Lateinamerika vorgeworfen wurden, die aus ihrem Glauben heraus Veränderungen der Strukturen und des Systems gesucht haben. Spannend. Mal sehen, was daraus wird, wenn dieser Papst noch weiter Möglichkeiten hat zu arbeiten und seine Theologie zu verbreiten, dann wird sich ja möglicherweise auch bei uns ein Ruck ergeben. Aber das ist ja nicht gesagt. Wir werden sehen, wir bleiben dran. Vielleicht können wir in 10 Jahren noch mal drüber sprechen. Danke, dass Sie uns heute davon erzählt haben. Danke Ihnen, Herr Severin. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es dann wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.